quasi das jetzt so ausgetrocknet aus. Oh shit. Richtig cringe? Mit dieser Kugelbürste wollen wir das jetzt abkratzen. Und die hat sie übertrieben. Weil die hat das. Ja. Was soll die Scheiße? Hey Leute! Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von uns. Genau, wir sind wieder im Garten. Ja, das ist gut, eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Aber wir nutzen erstmal die guten Tage aus, um den Garten schön zu machen. Und so dann sieht's aus. Bei richtig gutem Wetter hier zu chillen. So, in unserem letzten Video, also in unserem letzten Gartenvideo quasi, haben wir euch ja gezeigt, dass wir dieses Gift benutzt haben. Und das hat auf den Steinen, beziehungsweise zwischen den Steinen jetzt auch gewirkt. Ist das jetzt 2 Wochen her ungefähr? Genau, das Unkraut zwischen den Steinen ist jetzt verschrumpelt. Was heißt verschrumpelt? Also einfach ja, sie sind jetzt so trocken. Ich weiß nicht, kann das hier zeigen? Die sind so trocken und die fallen quasi von selbst so irgendwie ab, aber die müssen wir trotzdem so abkratzen. Genau, also wir müssen jetzt quasi komplett zwischen den Steinen mit so einer extra Bürste, die wir haben. Wir haben auch zwei davon, die ganzen Zwischenräume der Steine aussäubern und dann zusammenfegen. Aber es wird sich lohnen. Sieht viel besser aus als vorher. Ja, definitiv. Bis gleich. Bis gleich. Ach ja, und die Fläche, wo wir letztens hier Unkraut entfernt hatten, da habe ich jetzt, beziehungsweise habe ich erstmal ein bisschen komplett sauber gemacht, gerade gemacht und bin damit Unkrautvlies drüber gegangen. Das ist jetzt quasi Unkrautvlies. Da soll jetzt eigentlich kein Unkraut mehr durchkommen, aber kommt eigentlich trotzdem immer. Und ich habe so mit Drähten befestigt, bis ich so Dekosteine habe. Es hat aber leider richtig noch geregnet, deswegen sieht das jetzt so dreckig aus. Genau. Schon viel besser als aber nicht schlimm. Ich habe auch extra das Stärkste quasi genommen, ist 190 Gramm pro Quadratmeter. Die ist richtig dick. Also ich weiß nicht, ich habe stärkeren nicht gefunden. Und dann das kommen Einzige, da dann das Steine drauf, ne? Genau, ja, so Dekosteine und dann halt noch ein bisschen Deko, und Lichter oder man so muss vielleicht. Da ja nicht, du hast auch gesagt, wo ich da eine Pflanze reinhaben will, ne? Ja. Man muss da ja nicht reinpflanzen, sondern man kann ja Steine und dann einen großen Kübel mit einer Pflanze drin. Muss ja nicht in der Erde sein. Ja, kann man auch. Ja, ja. Weißt du, sind dazwischen so zwei Kübel mit einer großen Pflanze und Steine. Kann man auch machen. Leute, ich muss noch euch eins zeigen. Boah, habe ich mir letztens bestellt. 200 Stück. 200 blaue Wassereis und auch von Originell Bussi Mix. Neben natürlich Mante, Alikleim und so schön eingebunkert. Ganz, ganz wichtig. 2 Ladungen müssen wir bestimmt noch bestellen diesen Sommer. Safe! So, mit dieser Fugenbürste wollen wir das jetzt abkratzen. Ja. Haben wir beide jetzt eins. Ist extra dafür gedacht, ne? Ja, ja, ist extra für Fugen halt. Pflasterfugen oder keine Ahnung. Fugen draus? Ich weiß nicht, sag einfach auf Fugen nicht. Die werden wir dann hier so komplett abkratzen. Das geht dann auch wenn man das Handy nicht hält, besser, aber ja, ja. Schön, ne? Genau, auf jeden Fall. Und das wollen wir dann am Ende fegen. Auf jeden Fall geht das sehr gut ab eigentlich. Ja, das machen wir jetzt überall. Das wird ein bisschen dauern. Ja, vor allem vorne auf dem Hof. Ja, ja. Das hatten wir gar nicht aufgenommen, glaube ich, im letzten Video. Vorne haben wir das auch nochmal. Wir haben dann vorne auf dem großen Hof auch nochmal weiter gemacht. So Leute, wir fangen jetzt hier mit dieser Fläche an. Und zwar sieht das jetzt so ausgetrocknet aus. Hier sieht man eine Haarspange, so geil. Okay. Zeig mal diese langen hier. Bei denen sieht man das noch besser, wie dünn und schwach die sind. Ja, genau, genau. Und mit dieser Bürste gehen die einfach ab. Man muss sie gar nicht mit der Hand mehr rausziehen. Genau, eigentlich. Jetzt fangen wir an, Leute. Gleich noch am Ende noch mal fegen das Ganze, aber erstmal alles abkratzen. Ja, die fliegen einfach von selbst quasi raus. Ja. Geil. Sein, dass man manche noch mal so mit der Hand rausziehen muss, aber ja, hier geht raus wie sonst was. Die Wurzeln sind so schwach, beziehungsweise existieren nicht mehr. Bisschen haben wir noch hier die Fläche noch, dann geht's weiter. So Leute, jetzt können wir uns nochmal 2 Wassereis. Das sieht doch gut aus hier. Fresh Telix anziehen. Beste Walla. Ich hatte auch noch 2. Lava. Dein Ernst? Egal, dann ist mir beide 2. Einverstanden. Passt. Also wir gönnen uns jetzt ein Wassereis und dann sehen wir uns gleich weiter. Kurze Pause.
haben wir schon ein bisschen zusammengefegt. Ich weiß gar nicht, vielleicht können wir das Feuerbild hier einblenden. Ja, genau. Dann seht ihr das auch jetzt so direkt. Hier liegt noch ganz viel, aber das wird jetzt alles. Unser Besen ist blöd. Das ist kein Gartenbesen, Leute. Was ist denn das sonst für ein Besen? Keine Ahnung. Das ist, der ist einfach viel zu weich, der staubt nur rum. Das ist ein Schulbesen. Schulbesen. Habe ich von der Schule abgefangen. Von welcher Schule? Das ist ein Thema, wer würde am ER klauen? Spaß. Ich glaube dir jetzt gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das hier im Video zu dunkel ist, aber. Ja, ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Trotzdem. Boah, der staubt so rum, ne? Aber es fühlt sich so befreiend an, Leute. Ja, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr zu Hause putzt und es fühlt sich einfach so befreiend an? Genauso ist es sogar noch viel besser. Guckt euch mal an, wie schön sauber. Was? Der Rasen ein bisschen abgegelbt genau, ist. Genau, obwohl, ne, wir einen Karton dazwischen hatten. Ja. Hat sind die Ränder so ein bisschen. Was abbekommen. Ja. Hey, was ist denn das hier? Der Rasen hat ein bisschen drunter gelitten. Hey. Ja, da fehlt noch. Ja, ich habe doch gesagt, wir müssen zusammenfingen, damit wir noch sehen, wo was fehlt. Na, jetzt erkennt man. Da ist noch ein bisschen was weggekratzt werden muss. Mach ich jetzt. Was für ein Wetter, Schatz, ne? Ja, einmal bei 25 Grad Gartenarbeit machen, anstatt zu chillen. Aber wir hören auch gleich auf. Ich will nicht das ganze Wetter so verbringen. Ja, gut. Ja, gut. So, Leute. So sieht das Endergebnis bis jetzt aus. Und wie wir finden, sieht es bis jetzt sehr, sehr gut aus. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Top. So, Leute. Das war's auch erstmal für heute, genau, mit der Gartenarbeit. Reicht. Mal bei diesem schönen Wetter arbeiten, ja, aber ohne Fleiß keinen Preis. So sieht's aus. Wir wollen ja, wenn der Sommer richtig da ist, dann schön in Ruhe sitzen und deswegen müssen wir halt ein paar sonnige Tage dafür opfern. Wir haben noch einiges im Garten vor. Zaun hier komplett erneuern. Hier diese Fläche. Diese Fläche, genau. Ja, der Zaun komplett da, Unkraut, wo er den Unkrautschließ gemacht hat. Wir wollen selber Gartenmöbel basteln und so. Also da kommt noch einiges auf euch zu. Auf jeden. Wir hoffen, dass das Wetter schön bleibt und wir das alles umsetzen können. So sieht's aus. So, jetzt sind wir aber erstmal kaputt. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Bis morgen. Oder bis gleich. Für euch bis gleich. Tschüss. Hey Leute. Peace out. Es ist jetzt der nächste Tag. Nächster Tag, nächste Gartenarbeit. Genau. Es ist zwar schon fast abends, aber ja, das Wetter ist immer noch toll. Und meine Mama hat uns gebeten, ihr heute ein bisschen zu helfen im Garten. Beziehungsweise sie möchte selber Gartenmöbel basteln. Ich weiß nicht genau, was sie vorhat, aber da fahren wir gleich hin. Davor holen wir uns aber noch ein leckeres Eis. Neben uns, beziehungsweise zwei, so neben uns hat nämlich eine Eisdiele geöffnet. Das lassen wir uns nicht entgehen, ne? Nö, auf gar keinen Fall. Dann sehen wir uns gleich. Zwei Eis mit zwei Kugeln. Waffeln oder noch? Waffeln, ja. Thanks. Bitte, bitte. Was hast du? Cookies und Stracciatella. Ich hab Waldmeister und Rocher. Normalerweise nehme ich immer Waldmeister. Und Waldmeister und Schlumpf. Und Schlumpf, ich aber auch. Waldmeister, aber die haben keinen Schlumpf. Ja, Schlumpf hatten wir nicht, aber Waldmeister. Aber Waldmeister passt nur mit Schlumpf dir. Ja, diesmal wollte ich was anderes. Aber was jetzt? Bei mir hat sie übertrieben. Bei dir hat sie richtig viel. Was soll die Scheiße? Walla, bei mir hat sie richtig übertrieben. Naja, jetzt halt mal. So, Leute. Aber ich hab Cookies genommen, ne? Das schmeckt richtig lecker. Ich bin der Meinung, ich hatte letztes Mal auch Cookies. Also wir haben da jetzt erst das zweite nicht, Mal gegessen. Ich hatte mal probiert gehabt doch, bei dir. Doch. Ich hatte drei Sorten. Ich hatte Mokka, oder war das Mokka? Aber ich glaube, ich hatte Cookies auch, weil der Geschmack kommt mir bekannt vor. Wir waren da erst zweimal irgendwie bei der Eisdiele. Ja, das Wetter war auch nicht gut, ne? Ja, genau. Muss man dazu sagen. Ja, genau. Und danach war das Wetter halt nicht gut. Und jetzt, wo das Wetter gut ist, genau, direkt mal ein Eis hier schnappt, ne? Schon praktisch direkt eine Eisdiele um die Ecke zu haben. Ich freue mich schon auf den Sommer. Ja. Gleich. So Leute, wir sind jetzt hier angekommen. Anne sagt, wir machen jetzt Recycling. Okay, was wollen wir hier recyceln, Anjaba? Anne liebt es, Sachen zu recyceln und aus alt macht neu, ne? Genau, ich liebe selber Ideen zu haben, zu basteln. Manchmal brauche ich auch Männerhilfe dabei. So wie heute. Genau. Baba hat Spätschicht, sonst würde er das natürlich der auch hat tun. Er hat schon vorgearbeitet. Der war. Achso, er hat schon vorgearbeitet. Den habe ich aus dem Kellergut mit den Jungs letztens. Eigentlich wolltest du den benutzen. Ja, den wollte ich hier benutzen und den wollte ich eigentlich bei euch benutzen. Tschüss, was? Ja. Nein, Quatsch. Wir kaufen uns aber Möbel, Mensch. Aber mit dem ist es besser. Na klar. Das wollen wir für uns benutzen. Ja, na klar. Da war mal wir kaufen. Sie seinen alten Schrott zu geben. Nee, wir werden uns schon eigene Möbel kaufen. Keine Sorge. Nein, ich bastel da auch was. nein, bitte nicht. Oh, nein, bitte nicht. Da habe ich noch cringe-Idee. Oh, shit. Aber so richtig cringe? Also, total einfach auch vom Optik, wenn es fertig ist, aber
vom Macher, also mit was ich das mache. Mhm. Also das ist unser alter, ich weiß nicht, Küchentisch oder Esstisch das oder ist irgendwas? Ein alter Esstisch, eine sehr altmodische, wie man sieht. Ist ja wohl klar, eigentlich ne, darf es ja nicht nass werden. Steht ja alles auf. Ja, ja, klar. Eigentlich muss es in die Überdachung. Genau, die Hälfte der Terrasse ist überdacht, die andere Hälfte nicht. Das nochmal zu Info. Er gehört aber auf die leider nicht überdachte Ecke. Ja, und deswegen jetzt? Deswegen werde ich nachher diese Rillen ritzen hier mit. Abdichten oder was? Also nicht, dass die Leute, die gucken, denken, hä, wie kann sie das machen? Nachher auf freie Fläche vorm Terrasse, also die nicht überdachte. Esstisch. Altmodischen Esstisch. Eine neue, bisschen Boho-Stil was. Ein so. Boho-Stil. Und guck mal, Adam Weick, die längste Dings, genau. Deswegen werden wir den... Ach, mit dieser Stichsäge absägen. Also die Terrasse ist hier halb überdacht, halb nicht, damit der Tisch auch nass werden kann. Was machst du dann dafür? Aber damit gerade diese Rillen könnten ja nicht aufquillen. Werde ich mit diesem Klebefolie gerade da. Schützt das? Ja, dass das nicht durchgeht quasi. Und dann wolltest du auch noch dieses Holz mit so Farbe für außen Dings lackieren, ne? Damit das nicht wasserdurchlässig ist. Genau, allwetterfeste Farbe. Genau. Und der Tisch ist aber, wie man sieht, zu lack. Für die Latten. Ein bisschen absägen. An beide Ecken dieses ovale Wechsel. Dann werden die Latten einfach in den Tisch reingebohrt, oder was? Geschraubt, ja. Geschraubt. Genau. Okay, so, dann legen wir mal los. 30 Tesla Klasse. Warte mal, der Tisch ist ja 2,60 ungefähr. Ja, wohin? 10 cm von jeder Seite. Kolki? Ja, nicht genau. Wo kommst du her? Fitness. Bumm, wir basteln den Tisch und du so. So, jetzt wird hier noch der Tisch von beiden Seiten ein bisschen verkleinert, damit die Latten ordentlich drauf passen, beziehungsweise auch ein bisschen überragen. Richtig? Richtig. Attacke, Attacke. Okay. Sauber. Einfach Applaus. Gar nichts. Wie bis wohin willst du Folie machen? Eigentlich will ich ja, dann ist das auch hier. Ja, den Rand auch abdecken, ne? Weil ich will ja die Latten hier überlappen. Sieht doch kein Schwein. Nee, sieht man auch nicht. Ich... Sieht man nicht. Machen wir so. Was macht ihr jetzt? Wir wollen jetzt hier diese Rillen mit Folie abdecken, damit nicht auf, im Regen. Also ist eigentlich egal, unter diesen Holzlatten wird man es da nicht sehen. Aber ich hatte eh diese Folie zu Hause. Wie willst du das jetzt kleben? Komplett so? Ja, wie sonst. Ich glaube ja, schon. Ja, du willst, musst ja nicht unbedingt komplett das Komplette hier. Du kannst ja nur 10 cm zum Beispiel hier dran kleben. Ach so, nicht das ganze Breite. Ja. Und das andere können wir dann hier schon. Ja. Immer mitdenken. Weiße Rille. Oder ein Rille. Das ist ja schlimmer als deine Schwiegermutter. Klar, also ich auch immer gerne mich drum, muss probieren. Ja, ja, jetzt auch einmal, ne? Ist klar. Einfach so, weil du das so weit drüber. Also wir arbeiten jetzt nicht, dass die Leute denken, ich bin immer so ungenau, ne? Aber ja, das muss ja nicht genau perfekt sein. Dann wird meins wieder schief. Obwohl, ist doch gar nicht so. Doch, hier ist die Ritze, guck mal, das geht immer weiter nach da. Was hast du da wieder vor, ne? Was machst du da gerade? Was machst du da gerade? Hör auf damit. Hey, warte, was soll ich in dem Stück? Schöne Ambrieta lassen. Pusche. Er ist eigentlich kein Schubber. Ach, aber gerne. Ja, ja, so wird das schon. Nicht. Passt schon. Wir sind eigentlich gar kein Futter, er dann schon mal gar nicht. Ihr hättet uns eigentlich ein Jahr lang bei unserer Baustelle mit begleiten sollen. Walla, ich check jetzt auch nicht, was jetzt abgeht. Er dann ist der pengeligste Hühner. Deko, siehst du? Ja, und Anna auch. So. Also das sind wirklich die beiden Recycling. Die Unfuschersten in unserer Umgebung, aber... Aber ja. Anna kann nicht mehr abwarten, die hat keinen Bock mehr zu warten. Und er dann denkt sie einfach... Und er dann, da werden wir nachher. Er hat von mir abgelenkt. Für euch sieht das jetzt auch nicht so aus mit den Knicken. Ja, das war meine Seite. Natürlich ist das nicht. Adler, dann schätzen wir, wir machen Ehre, Baba. So, Leute, wir platzieren gerade diese Holzlatten auf dem Tisch. Und gucken, dass sich da keine Lücken bilden. Also der Einzige, der es zurückmachen muss, ist der. Ja, der ist mal wieder sehr genau. Sehr maß. Wurde ein Genette bei uns. Da macht er Böhle, der richtig geil, so Naturton. Aber also jetzt nicht so richtig, Jona. Ja, dann ist wieder mal ein ganz schöner. Weil er so genau ist, hat er mich auch genau gut geschminkt, ey. Ja, dann wird das heute noch was hier? Ja, ich hab's gut. Wenn, dann richtig hier. Soll er die denn hier erinnert, das gemacht und dann wieder Kakao? Oder? Check.
Nächste Vanode noch Massenschraube, da kann man immer noch der Linke weg. Ja. Ab und dann. So sieht das Zwischenergebnis aus. Jetzt werden hier die Latten nach und nach rangeschraubt. Ja, dann gefällt dir diese Arbeit? Bis jetzt schon, ja. Ja, ne? Ja, also Cordel. Denn? So Leute, das ist jetzt das Ergebnis. Sieht das nicht wunderschön aus? Okay, der Hintergrund ist jetzt noch ein bisschen. Daran sieht man, dass meine Mama Recycling mag, ne? Wird da Betten angesprüht. Aber ich finde, das sieht so schön aus. Einfach aus einem alten Tisch und ein paar Latten einen neuen großen Tisch hergestellt. Das ist der eigentliche Tisch, der dazugehört. Mega. Ich liebe es. Ich finde das so gemütlich. Das hat sich doch gelohnt, die Arbeit. Und es war nicht mal viel Arbeit, ne? Also fand ich echt gar nicht. Ich finde, das sieht so wohnlich aus. Die Betten im Hintergrund stören natürlich. So, das ist das heutige Ergebnis. Wow. So Leute, das war's mit unserem Video. Der Tisch ist fertig. Wir sind immer noch bei meinen Eltern, deswegen die lauten Hintergrundgeräusche. Genau. Aber wir wollten das Video jetzt schon beenden. Fahren auch gleich nach Hause. Das war jetzt ein Gartenarbeitsvideo, Garten-DIY-Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, mein Bruder tanzt hinter der Kamera. Was? Wenn euch das Video gefallen hat, dann kommt bitte und ein Abo. Dankeschön. Willst du unser Ende drehen? Elkan, willst du unser Ende drehen? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo. Yes, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.